Also ich scroll jetzt hier bestimmt schon seit 10 Minuten durch TikTok und mir wurde noch kein einziges Video angezeigt, das ich irgendwie doof finde. Oh mein Gott, er hat zugeschlagen. Der Algorithmus! Was Algorithmen sind und was die auf Social Media machen, das haben wir schon im letzten Video geklärt und das ist auch irgendwo hier verlinkt. Heute soll es darum gehen, sind Algorithmen eigentlich gut oder böse? Und die beste Antwort darauf ist, naja, so ein Algorithmus ist eigentlich immer so gut oder böse, wie die Person, die ihn programmiert hat. Trotzdem kann man natürlich ein paar Punkte festhalten, also was ist gut an Algorithmen und was ist vielleicht schlecht oder vielleicht auch eher gefährlich. Fangen wir mal an mit der guten Seite. Ohne Algorithmen könnten wir wahrscheinlich noch nicht mal mehr Wäsche waschen, denn fast jedes elektronische Gerät verlässt sich auf Algorithmen. Wer also sagt, oh mein Gott, Algorithmen sind böse und die müssen wir unbedingt loswerden, der muss sich erstmal überlegen, wie viel Zeit wir durch Algorithmen sparen und wie schwierig unser Leben ohne Algorithmen wäre. Algorithmen helfen uns auf Social Media, dass wir nicht komplett zugeschüttet werden. Denn irgendwie müssen diese ganzen Inhalte ja auch vorsortiert werden. Sonst kämen wir auf Social Media gar nicht mehr klar. Auf Social Media gestalten uns Algorithmen eine echt schöne Welt, denn sie zeigen uns meistens genau das, was wir sehen wollen. Und die TikTok For You Page ist dafür eigentlich das perfekte Beispiel. Wenn du das erste Mal auf TikTok bist, dann wird dir noch alles Mögliche in die For You Page reingespielt. Und je länger du TikTok nutzt, desto besser kennt dich der Algorithmus und schickt dir dann irgendwann nur noch Inhalte, die irgendwie zu dir passen und dich interessieren könnten. Wenn du also gern Comedy-Videos anschaust, dann siehst du eben mehr davon. Und wenn du ganz oft Hashtag lernt mit TikTok-Inhalte schaust, dann siehst du mehr davon. Das heißt, du bist also irgendwie auch selber dafür verantwortlich, was in deiner For You Page vorkommt. Der Algorithmus also so, ich mache dir die Welt, wie sie dir gefällt. Kommen wir jetzt zur kritischen Seite und die schließt sich da eigentlich schon perfekt an. Denn wenn der Algorithmus dir irgendwann nur noch Inhalte anzeigt, die wahrscheinlich zu dir und deiner Meinung passen, dann kann das auch zum Problem werden. Vor allem dann, wenn man sich in eine extreme Richtung entwickelt. Also zum Beispiel, wenn man sich immer mehr über das Thema Dünnsein und Diäten informiert. Dann können Algorithmen dazu führen, dass der Druck auf einen selbst immer mehr steigt, weil man einfach immer mehr total dünne Menschen und das Thema Diät sieht, und zwar überall. Irgendwann fühlt man sich dann vielleicht selbst nicht mehr schön genug, was natürlich Quatsch ist, und eifert einem ungesunden Schönheitsideal nach. Oder zum Beispiel, wenn man in die Kreise von Verschwörungstheorien abrutscht. Je mehr man sich davon anschaut, desto mehr wird einem davon auch wieder angezeigt. Und desto schwerer wird es, da wieder rauszukommen. Denn andere Infos werden einem irgendwann ja gar nicht mehr angezeigt. Algorithmen von Social-Media-Diensten ändern sich immer wieder und das Ziel davon ist eigentlich, dass sie die Inhalte immer besser an uns als Nutzerinnen und Nutzer anpassen. Für uns ist es eigentlich also kein Problem. Für diejenigen, die von der Reichweite abhängig sind, also zum Beispiel Influencer und Unternehmen, ist es schon ein Problem, denn die müssen so versuchen, ihre Inhalte immer wieder an die neuen Algorithmen anzupassen, um auch Reichweite zu haben, denn mit Reichweite verdient man Geld. Was heißt das jetzt eigentlich für uns? Ich würde sagen, Algorithmen sind nicht per se gut oder böse, sondern es kommt erstens darauf an, wer sie programmiert hat und zweitens darauf, wie wir uns auf Social Media verhalten. Denn damit können wir ja aktiv bestimmen, was uns tatsächlich angezeigt wird. Wir trainieren den Algorithmus eigentlich darauf, was wir sehen möchten. Deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, wie Algorithmen auf Social Media funktionieren. Wenn du auf Social Media mit den Inhalten interagierst, die dich interessieren, hast du eigentlich zwei Vorteile. Der erste ist, du unterstützt Creator, die Sachen machen, die du gut findest, denn du schenkst ihnen mehr Reichweite. Und der zweite Vorteil ist, du trainierst den Algorithmus darauf, dir wirklich die Sachen anzuzeigen, die du gut findest. Natürlich ändern sich deine Interessen auch immer wieder mal und deswegen ist es auch sinnvoll, immer wieder mal so einen Account-Frühjahrsputz zu machen und ein paar Leuten oder Accounts zu entfolgen, die dich einfach nicht mehr so interessieren. Wie man mit den Inhalten auf Social Media interagiert und was man da kommentiert, ist den meisten Algorithmen übrigens ziemlich egal. Wer also Hasskommentare und irgendwelche Postings schreibt, sorgt am Ende damit in der Regel auch dafür, dass diese Inhalte mehr Reichweite bekommen. In Bezug auf die Filterblase, die ich vorhin schon angesprochen habe, ist es wichtig, sich zu merken, es gibt auch Informationen und Inhalte außerhalb von Social Media. Und genau außerhalb von deiner Social Media Blase solltest du dich deswegen auch immer wieder mal informieren. Jetzt, wo du weißt, wie Algorithmen so ticken, kannst du als Support für uns natürlich gerne hier auf Liken, Kommentieren oder gleich den Abo-Button klicken.